Ich möchte jetzt als nächste isolierte DC-DC-Wandlerschaltung den sogenannten Eintakt-Flusswandler betrachten, englisch Single-Ended-Forward-Converter. Tatsächlich, Flusswandler sind alle abgeleitet vom Tiefsetzsteller. Zunächst die einfachste Schaltung dieser Eintakt-Flusswandler. Auf der Sekundärseite besteht er aus zwei Dioden, D1, D2 nennen wir die, einem Ausgangsinduktivität, einem Kondensator und unsere Last modellieren wir wieder als einen Widerstand. Das heißt, über diesem Widerstand Erlast fällt die Ausgangsspannung UA ab. Unsere Eingangsspannung haben wir hier irgendwo auf der linken Seite. Und jetzt ist so die Idee, wir haben jetzt hier sozusagen unsere Tiefsetzstellerstruktur. Und um jetzt hier mit größerem Tastverhältnis zum Beispiel eine kleinere Ausgangsspannung zu erzeugen, werden wir hier nicht direkt einen Schalter reinmachen, um die Eingangsspannung zu zacken und auf dieses LC-Ausgangsfilter zu geben, sondern wir werden einen Transformator haben, der es uns ermöglicht, die Spannung runter zu transformieren und dann zusätzlich hier am Ausgang zu filtern. Das heißt, tatsächlich habe ich hier die Sekundärseite eines Transformators, zum Beispiel im Übersetzungsverhältnis N sekundär, habe dann hier vorne die Primärseite eines Transformators über einen Schalter an Masse gelegt. Und dann können wir uns das so vorstellen, dass jetzt hier dieser Schalter S per PWM betrieben wird. Das heißt, wir haben hier wieder ein Steuersignal, so Pulsweiten moduliert. Der Schalter wird ein- und ausgeschaltet. Wenn der Schalter jetzt eingeschaltet ist, kriegen wir jetzt hier auf der Sekundärseite eine Spannung, die mit diesem Übersetzungsverhältnis gewichtet ist. N sekundär mal N primär mal UE. Weil dann tatsächlich ja während der Einschaltphase über diesem Transformator die Spannung UE anlegt. Wenn jetzt der Schalter öffnet, werden wir jetzt hier keinen Stromfluss durch primärseitige Induktivität kriegen. Das heißt, die Diode D1, die jetzt vorher leitend war, wird ausschalten. Und wenn jetzt hier der Strom dann positiv war in dieser Ausgangsinduktivität, wird die Diode D2 einschalten. Und dann kriegen wir hier im zweiten Zustand eine Spannung von 0 Volt in etwa über der Diode und haben damit sozusagen dieselben Verhältnisse wie beim Tiefsetzsteller, nur mit dem Unterschied, dass jetzt hier während der Einschaltphase die Spannung mit dem Übersetzungsverhältnis N sekundär zu N primär des Transformators übersetzt ist. Das heißt tatsächlich, wenn wir hier die Spannung angucken an diesem Punkt, kriegen wir eine Spannung, die während der Einschaltphase des Schalters den Wert N sekundär zu N primär mal UE annimmt, während der Ausschaltphase bei 0 ist. Das wäre unsere Periodendauer hier. Und wir haben hier dieselben Verhältnisse eigentlich wie beim Tiefsetzsteller. Deswegen auch hier sozusagen Tiefsetzsteller dargestellt. Wir kriegen dann im kontinuierlichen Betriebsmodus ein Verhältnis UA zu UE, das sich ergibt aus D mal N sekundär zu N primär. Das heißt, einerseits über dieses Tastverhältnis wie beim Tiefsetzsteller, andererseits über das Übersetzungsverhältnis des Transformators zusätzlich gewichtet, so dass wir zum Beispiel nicht sehr kleine Einschaltzeiten brauchen, um einen sehr großen Unterschied zwischen Ein- und Ausgangsspannung zu haben. Das Grundprinzip erstmal des Eintakt-Flusswandlers idealisiert tatsächlich in der Praxis, werden wir uns gleich angucken, gibt es dort ein paar Probleme. Das heißt, idealerweise während der Einschaltphase wird jetzt hier der Schalter einschalten. Es wird Energie in den Transformator reinfließen, aber während der Einschaltphase gleich an den Ausgang weitergegeben. Das heißt, die Energie wird während der Einschaltphase hier zum Ausgang weitergegeben und während der Ausschaltphase wird hier die Sekundärseite freilaufen und von der Primärseite keine Energie aufgenommen werden. Das heißt, während der Flussphase sozusagen wird die Energie übertragen an den Ausgang im Gegensatz zu der Sperrphase beim Sperrwandler. Das heißt, Flusswandler haben generell die Eigenschaft, dass während der Einschaltzeit der Schalter auf der Primärseite die Energie zur Sekundärseite übertragen wird und nicht während der Ausschaltzeit. Jetzt gibt es da aber ein Problem. Das heißt, tatsächlich ist es jetzt ein bisschen idealisiert hier dargestellt. Wir haben jetzt hier einen idealen Transformator drin. Wir müssen jetzt aber betrachten, okay, was passiert, wenn dieser Schalter öffnet? Und ähnlich wie beim Sperrwandler wird jetzt hier ein kleines Problem auftreten, und zwar, wenn wir jetzt einen etwas realeren Transformator betrachten, habe ich hier jetzt eine Hauptinduktivität LH. Das heißt, ich habe keine unendlich große Induktivität, und diese Hauptinduktivität repräsentiert die Eigenschaft, dass wir einen gewissen Magnetisierungsstrom brauchen, um den Transformator betreiben zu können, und dass auch ein Flusswandler-Transformator Energie speichert. Das heißt, tatsächlich ergibt sich hier ein Magnetisierungsstrom, dieser Strom ILH, und dieser muss jetzt weiterfließen können in dem Moment, wenn der Schalter öffnet. Das kann er aber bei dieser Struktur nicht, weil beim Öffnen des Schalters wird die Diode D1 ausschalten und damit auf der Sekundärseite die Möglichkeit des Stromflusses unterbinden.
Die Induktivität erzwingt aber den weiteren Stromfluss. Was wird passieren? Wir induzieren hier eine sehr hohe Spannung. Real natürlich wieder in diese parasitäre Ausgangskapazität rein, wird die Energie transferiert werden und die Spannung über dem Schalter wird stark zunehmen, sodass dieser gegebenenfalls zerstört wird. Das ist jetzt natürlich keine praktikable Lösung. Deswegen muss ich dafür Sorge tragen, dass wir hier eine sogenannte Entmagnetisierung haben bei diesem Eintaktflusswandler. Darunter verstehen wir, dass die Energie, die in dieser primärseitigen Hauptinduktivität gespeichert wird, während der Einschaltphase abgebaut wird, bevor der Transistor wieder einschaltet. Eine einfache Art ist eine sogenannte Entmagnetisierungswicklung, habe ich jetzt hier eingemalt, mit einer Freilaufdiode DF, nennen wir das hier NP2, das jetzt NP1 nennen. Und diese würde jetzt vereinfacht gesagt so arbeiten wie die Sekundärseite eines Sperrwandlers, jetzt aber mit der Hauptinduktivität an dieser Primärseite. Das heißt, die Idee ist jetzt, öffnet der Schalter und es ist vorher Energie gespeichert in der Induktivität, kann dieser Strom weiter in diesen idealen Transformator reinfließen und auf dieser Sekundärwicklung, also dieser zweiten Primärwicklung, einen Stromfluss ermöglichen, sodass die Diode in Flussrichtung gepolt ist und dann hier eine Spannung über dieser Wicklung abfällt mit dem Wert UE, die dann dafür sorgt, dass hier eine negative Spannung an der Hauptinduktivität anlegt und diese abmagnetisiert werden kann. Das heißt tatsächlich, wenn wir die Spannung an der Hauptinduktivität mal angucken, die Spannung ULH, dann wird während der Einschaltphase des Schalters die Spannung UE an dieser Hauptinduktivität anlegen und während der Ausschaltphase des Schalters, solange die Diode DF leitet, das heißt, das hier heißt DF1, wird eine negative Spannung anlegen, weil mit diesem Übersetzungsverhältnis und diesen, Achtung, geänderten Polaritäten diese Spannung rüber transformiert wird. Und zwar die Spannung minus NP1 zu NP2 mal UE. Und diese sorgt jetzt dafür, dass der Strom abmagnetisieren kann. Wenn man so will, kann man sagen, dass jetzt hier dieser Strom ILH, wenn wir den hier aufzeichnen, so betrieben wird, dass diese Hauptinduktivität im diskontinuierlichen Betriebsmodus betrieben wird und vor dem nächsten Einschalten vollkommen wieder zu Null geworden ist, bevor sie dann wieder zunimmt. Wenn wir das nicht machen, würden wir versuchen, dass hier sprungförmig sich der Strom in der Hauptinduktivität ändert und damit würde es zu einer sehr hohen Überspannung an dem Transistor kommen. Das heißt, wenn wir das zusammenfassen, wir brauchen eine Entmagnetisierung. Das heißt, zum Abbau der Energie, die in der Hauptinduktivität gespeichert wird. Hier haben wir eine Entmagnetisierungswicklung. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt noch andere. Wir könnten einen Zweischalter-Eintaktflusswandler machen. Es gibt auch die Möglichkeit eines resonanten Rücksetzens. Ansonsten, vom Grundprinzip her, der Eintaktflusswandler ist eigentlich nichts anderes als ein Tiefsetzsteller mit einer vorgeschalteten Isolation durch einen Transformator. Aber weil dieser Transformator Energie speichert, brauchen wir dort eine Entmagnetisierung. Das gilt eigentlich für alle Eintaktflusswandler. Und wie die jetzt realisiert wird, sieht manchmal unterschiedlich aus. Hier haben wir diese einfache Form mit dieser Freilaufdiode und Entmagnetisierungswicklung, die eigentlich so arbeitet wie die Sekundärseite eines Sperrwandlers. Nur wird hier jetzt nicht die Gesamtenergie des Wandlers übertragen, sondern es wird bloß diese ungewollte Magnetisierungsenergie zurückgespeist in die Eingangsquelle. Noch eine kurze Ergänzung. Ein Problem bei diesem Eintaktflusswandler ist auch noch folgendes. Die Spannung an dem Schalter nimmt sehr hohe Werte an. Das heißt, wir kriegen eine hohe Sperrspannung an dem Schalter S. Typisch ist es so, dass wir NP2 gleich groß wählen wie NP1. Und das bedeutet, dass wenn wir hier die Diode in Flussrichtung gepolt haben, wir in dieser Richtung eine Spannung von UE über den Transformator kriegen während der Ausschaltphase des Schalters und dem Einschalten der Diode DF und damit eine Spannung von 2 mal UE als Sperrspannung am Schalter. Das heißt, typisch ist die Spannung US größer als 2 mal UE. Und eine zweite Sache, die hierdurch auch eingeschränkt ist, wir müssen genügend Zeit lassen, dass wir hier eine Abmagnetisierung kriegen. Das heißt, das Tastverhältnis ist begrenzt, typisch wieder für diesen Fall auf 0,5. Das heißt, diese Entmagnetisierung bewirkt auch, dass wir nicht beliebig lange Einschaltzeiten kriegen. Das heißt, hier wieder für NP2 gleich NP1 auf D gleich 0,5.